heute passiert das, was Obi vorhatte, was er im Kopf hatte, als ihm dann der Unfall passiert ist und er aus dem Leben rausgeworfen wurde, nämlich seine Bilder zu zeigen. Das war sein Plan. Und schon seit langer Zeit eigentlich sein Plan. Und jetzt, 5,5 Jahre nach seinem Tod durch den Unfall, wird dieser Traum wahr, der nicht nur sein Traum ist, sondern der ist auch mein Traum. Hallo, hallo zu diesem unglaublich schönen Projekt. 5 Jahre jetzt von Uwe Meinkes, einem der schönsten Projekte, die ich kenne. Da gratuliere ich euch allen sehr herzlich, aber vor allem natürlich der wunderbaren Dagmar, die verantwortlich ist. Besten Grüße aus New York. Ich bin der Stefan. Hallo und einen schönen Gruß an alle, die heute die Reise ins ZKM gemacht haben, egal ob sie kurz oder lang war. Dass ich die Reise heute nicht antreten konnte, das tut mir wirklich sehr leid, das ist sehr schade. Denn insbesondere Reisen, das ist ein großes und übergreifendes Thema, wenn man sich mit Ubays Kunst beschäftigt. Diese Reise ist auch noch lange nicht zu Ende. Ubay hat mal gesagt, ich zitiere das mal, ich hoffe, dass meine Bilder einen Eskimo genauso faszinieren wie einen Ureinwohner Australiens oder einen Bewohner von New York. Und mit dieser Idee im Gepäck, dass seine Bilder jeden Menschen weltweit erreichen und auch faszinieren können, bereist Dagmar jetzt mit Ubays Bildern diese Welt. Und ich denke, dass das nicht nur für diese Menschen eine echte Entdeckungsreise ist, sondern auch für alle Menschen, die sich mit Ubays Kunst beschäftigen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen Gästen und allen Freunden heute im ZKM eine spannende Reise. Ich denke, sie lohnt sich. Hi Dagmar, Jürgen here. Happy 5th anniversary for Obey. I'm really proud of the whole progress and everything, and thanks so much for calling me 5 or 6 years ago to be part of this great project. I think it's really exciting to see how many people you were able to bring into this and how the network overall has expanded over the last 4, 5, 6, 7 years. And I'm looking forward to the next 5 years and see how Obey and everything that you're doing will expand and touch even more people around the world. And I think that's super exciting. So cheers to that, and I'll see you soon. Denke ich an Ubays Meinkes, dann denke ich zuerst an einen Mann und seine unendliche Kreativität. Dann denke ich an eine Frau und ihre unsterbliche Liebe. An den unerschütterlichen Mut, den es braucht, um mit ungesehenen Interaktionen die Werke in die Welt zu bringen. Und das unendliche Vertrauen, das jedem Menschen in diesem Projekt entgegengebracht wird. Wenn das in 5 Jahren entstehen kann, ich möchte gar nicht wissen, was die Zukunft noch alles bringen kann. Das passt zu der Frage, wenn ich wüsste, dass ich es schaffen würde, irgendwann noch ein Bild von Obey ins All zu schicken. Wie stellst du dir das vor? Ist das ein Bild, das auf einer Satellitenumlaufbahn einfach immer im gläsernen Kasten durchs All geht, oder wie? Vielleicht bin ich mit meiner Idee ein bisschen zu früh dran, was die heutigen Möglichkeiten betrifft. Aber meine Vorstellung ist nicht, das Bild in einem Satelliten in einer Umlaufbahn um die Erde zu haben. Das ist nicht meine Vorstellung. Meine Vorstellung ist, also ganz radikal gesprochen, wirklich frei von Raum und Zeit. Also ohne jetzt sagen zu können, wo das Bild dann wirklich hinkommt und wo es landen wird und ob es überhaupt irgendwo landen wird oder vielleicht in einem schwarzen Loch verschwindet. Aber es wirklich ganz, ganz weit hinauszuschicken.
Es ist heute unmöglich, das Bild über die Milchstraße hinaus, über die Grenzen der Milchstraße hinaus zu schicken. Aber das wäre eigentlich der Horizont, an den ich denke. Raus aus unserer Galaxie, in die Weiten des Raumes. Das wäre toll.